Dieses Video soll einfach mal eine Art 40-Abo-Special sein und ein weiteres neues Let's Play von Minecraft. Das ist schon mittlerweile das dritte Customize. Muss ich also so nennen, Minecraft Customize 3. Angepasst, Meeresspiegel, ein bisschen höher stellen. Das alles nahe so lassen. Nein, 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 das hier ja. See, ja, Lava sehen. Nein, dafür aber Lava-Ozeane. Seen will ich ganz häufig haben. Junge. Junggröße auf 5, Flussgröße 1. Weiter, Erde will ich ganz viele haben. Kies will ich überhaupt nicht haben. Granit. Lass ich einfach, die Werte lasse ich einfach so. Steinkohle, den Wert stelle ich etwas höher. Dafür aber die Maximalhöhe runter auf 40. Eisenerz knall ich dann hoch. Maximalhöhe 84. Gold jetzt auch ganz hoch. Maximalhöhe mache ich hier 4, oder 70 mache ich da rein. Redstone-Erz mache ich etwas höher, maximal 17. Diamant erstmal voll hoch. Lapis-Lazuli. Ein wenig mehr Adat und mehr Lapis-Lazuli. Das andere lasse ich. Und das lasse ich auch alles. Neue Welt erstellen. Landschaft wird generiert. Dauert ein wenig, wenn die Aufnahme im Hintergrund noch läuft. Copyright und Young, aber du nutzt es du. Oh, ich lande direkt in Lava. Oh. Holy shit. Direkt mal in Lava sehen. Verbrannte. Das ist ein schlechtes schlechter Beginn. Versucht in Lava zu schwimmen. Ah, das ist ein bisschen blöd mit dem Lava-Ozean, das ich angestellt habe. Ich muss hier erstmal hier ein paar Blöcke abbauen hier. Alles per Hand. Da werde ich wahrscheinlich eine ganze Weile dran sitzen hier. Das nächste Biom zu finden. Weil ich Lava-Ozean auf Ja gestellt habe. Ist hier alles voll auf Lava. Und muss ich anscheinend erstmal weichen lang Erde abbauen. Dann baue ich so viel Erde ab, wie ich kann. Die ganze Insel hier abbauen. Dauert ganz lange hier. Aber das ist auch ein schwieriger Let's Play Beginn zumindest. Und ich bin hier über so einen riesigen Lava-Ozean. Also hatte ich hier die Seen ganz hochgestellt. Lava-Ozean hatte ich ja, dann hatte ich glaube ich die Lava hinweggemacht. Alles nicht abbauen, aber hier kann ich wieder abbauen. Noch 5 Blöcke, die ich hier abbauen kann. Den kann ich auch noch abbauen. Cheats hatte ich ja leider nicht an. Das müsste ich halt Cheats anmachen. Eisenerz, ah, ich hab kein Holz. Ich habe überhaupt kein Holz hier. Diesen Inselabbau hier, das ist natürlich ein bisschen nervig hier, die Insel, die ich hier habe, abzubauen.
sind die anscheinend im ersten Part die komplette Insel abreißen. Und dann im zweiten Part mit der gewonnenen Erde brennt noch. Boah, die Abzugbaum. Ja, das würde weglaufen. Aber da käme die Lava rein. Wenn ich eine Schaufel hätte, könnte ich das viel schneller erledigen, aber ich kann ja noch keine Schaufel craften, da ich kein Holz habe. Ich glaube, wir haben schon über zwei Stacks hier. Nachdem ich den ersten Part beendet habe, sollte ich überlegen, ob ich vielleicht Cheats aktivieren soll. Und dann so lange, dass ich dann erstmal ein wenig Land habe hier. Weil ich natürlich auf einer so einer blöden Insel gespawnt bin. Und dann natürlich Lava-Ozeane angestellt und deswegen kann ich jetzt hier nirgendwo etwas nicht dass die ganze Insel abbauen mit Blöcken. Dauert aber auch eine ganze Weile hier. Ich glaube, wenn ich jetzt nur hier alles einfach tief weggegraben habe, werde ich erstmal dann losziehen in eine Richtung. So lange, bis ich die unteren 9 Slots voll habe. Nur so lange, bis ich einmal den Hunger komplett aufgebraucht habe. Damit ich erstmal dann sterbe und dann werde ich ja erstmal sterben und dann mit vollem Hunger dann wieder überlegen, kriegt man immer den vollen Hunger. Erde hier. Wie viele Stacks habe ich denn jetzt im Moment? Im Moment habe ich jetzt hier 4 Stacks und ein bisschen. Das ist ja auch best erstmal 9 Stacks, die ich habe. Ich glaube, dann höre ich erst einmal auf. Wenn ich 9 Stacks habe. Erde abbauen hier. Bin ich schon seit 6 Minuten hier nur am Erde abbauen hier, weil das dann Ultimate Survival Island ist. Dann stelle ich die Welt auch einmal zum Download frei und da ohne abgebaut sein. Das sind auch die Koordinaten. Hier sind die. X ist 8 und Z ist 307. Den darf ich nicht abbauen, sonst kommt die Lava rein. Die Lava darf nämlich nicht hier reinlaufen. Ein Block ist verbrannt. Ich hab mal so viel Lava geräuscht. Und jetzt habe ich 5 Stacks.
Aber ich will jetzt auf maximal 9 Stacks bringen, aber ich gehe erstmal mit dem, wenn ich diese Insel hier eins weggegraben habe. Und das ist aber hier bis zu 4 Blöcke höher, als ich da haben will. So. Das ist nur relativ langweilige Arbeit hier. Das ist schon sehr viel, dass ich hier in Arbeit geleitet habe. Das ist 6 Stacks voll. Gras und Erde. Der erste Tag ist auch schon rum. Geht auch schon gleich unter. Zumindest wenn ich da in den Lava geschützt, ich kann dann ein Monster spawnen, wenn man da einen Block drin macht oder auch 3 Blöcke breit. Dann kann er zumindest kein Monster spawnen, weil mit Level 14, 13 würde da herrschen. Lava hat ja nicht Level 15. Was dann eigentlich ein Fehler ist. Lava-Ozeane angeschaltet habe. Das nervt dann natürlich, wenn man dann auf dem Ozean-Biom spawnt und dann natürlich Lava-Ozeane auftauchen. Es wird schon langsam dunkel. Ich muss hier gleich erstmal fertig, dass hier alles einen Block tief einzugraben. Da hinten noch nicht. Ich glaube, ich wollte, ihr hättet aber wahrscheinlich auch wieder was anderes gesehen. Ich habe noch dieses hier zu Ende. Und dann werde ich 9 Stacks haben. Da geht der Mond auf. Ich werde jetzt heute erstmal bei diesem Einfahrt verlassen. Das letzte macht es nach dem Beginn schwer, allerdings hat man dann später relativ viele Rohstoffe. Die Kohle habe ich ja auch weiter runtergestellt, dass sie nicht direkt an der Oberfläche sichtbar ist. Das heißt, dass wir Gold, Diamanten, Eisen alles übergestellt. Aber die Kohle ist weniger auch vorhanden. Jetzt ist es schon fast ganz dunkel. Die 9 Stacks habe ich ja sonst auch fast voll. Muss ich da erstmal losziehen, dann mit den 9 Stacks Erde. Warum so viel Erde schon? Noch ein kleiner Erdblock hier, den ich noch weggraben muss. Ganz schöne Arbeit hier. Und ich bin noch kein Monster, weil nein, ich bin gleich fertig hier. Mit dem neuen Stack Erde hier. Liegt noch mehr rum. 57. 58. 60. 61. 62, 63, 64. Das
So, ich 96 Erde. Wo soll ich denn am besten starten? Hier. Dann baue ich mich am besten in diese Richtung erstmal. 96 Erde. Besser kann man eigentlich nicht über die Lava kommen. Lava hier. Weit und breit nur Lava in sich. Sieht aus wie eine Hölle. Hölle auf Erden. Ich muss natürlich sneaken hier, schleichen. Erde, Erde, Erdblock für Erdblock setzen hier. Wieder ein Stack Erde aufbrauchen. Etwa 1,2 Blöcke kann ich pro Sekunde setzen. Bei 1000 Blöcke werde ich nur 800 Sekunden brauchen. Aber das ist natürlich eigentlich Verwöhnungs-Let's-Play, nur dass der Beginn so schwer ist. Also hier von dem Lava-Ozean loszukommen. Wasser ist ja auch nicht in Sicht. Oder ist eine Savanne da. Da muss ich schon mal hin. Aber ich habe schon mal ein bisschen Holz. Verbrennt allerdings esse alles. Und dieser Erdweg war schon mal hin. Ich habe ja nur Erde bisher. Und ich hätte sonst vielleicht eine Idee, ein weiteres viertes, also ein weiteres Let's Play zu gehen. Und zwar vielleicht als 100 Abo Special dann mit, ich sag mal, 100 Abo Special dann mit Diamanten. Dass ich dann mit 9 Stacks Diamanten beginne, sonst alles andere normal. Nur dass ich mit 9 Stacks Diamanten beginne, die ich mir erstmal vorher ercheaten muss und dann die Cheats ausstelle. Die danach nicht mehr gehen. Mit 9 Stacks Diamanten hat es natürlich einfacher. Und zwar ja auch die Diamantenvorkommen etwas erhöhen, dass sie so in etwa in der Höhe, wo jemand nur mal findet, die Kohle. Und so häufig vorkommen die Kohle. Diamanten, dass es also ein diamantreiches Let's Play ist. Oder dass ich eine komplett neue normale Welt, wo nur die Diamanten maximal gestellt sind. Hier habe ich ja die Diamanten zwar auch maximal eingestellt, aber natürlich danach. Oh, hier ist ein Baum. Jetzt kriegt das Holz nicht wieder. Kriegt das Holz. Da steht noch eine Akazie. Und jetzt kann ich hier diese Akazien bauen. Was ist das denn? Biom, die Savanne. Aber so eine kleine Savanne nur. Und jetzt habe ich endlich das erste Holz gefunden. Und dann brauche ich das ja eigentlich nicht mit den Cheats. Aber ich werde den Part jetzt extra lang werden lassen.
weil es einfach eine Art Special Part sein soll. Akazienholz habe ich jetzt ein bisschen, aber nicht viel. Werkbahn und Sticks. Ja, dann werde ich mich gleich auf dieser Insel niederlassen, allerdings kein Haus auf Holz bauen, weil das wäre nämlich leicht abfackelbar, weil hier und eine Schaufel herstellen. Gerade nicht runter, ich hatte ja die Kohle auch ein bisschen niedriger gestellt. Und es wird schon der Tag. Das sind hier dieses Anisigranit-Diorit-Zeugs. Ich hoffe mal, dass ihr gleich so wieder was sieht. Eisen, ah. Da ist Eisen vorkommen, aber ich kann hier erstmal. Sorgt das hier schon Setzlinge? Hier kommt schon mal ein Setzling her. Das fällt und dann liegen, glaube ich, noch weitere Setzlinge. Ich muss hier alles abbauen. Was ist das denn hier? Granit. Ich kann jetzt zumindest hier eine Steinspitzhacke erstellen. Und ich sollte sonst vielleicht auch Holz farmen. Ich habe jetzt mehr Erde mitgenommen, als ich bräuchte. Diese ganzen Dinger sollen erstmal weg, damit die Lava das nicht abbrennen kann. Also das ist jetzt mein Fakten hier, was ich gerade verfolge. Das sind Dinge, die du nicht wusstest. Das mit dem Blumen, weil ich hatte das schon gemacht. So. Ich glaube, das noch ein Setzling hier. Kommt kein weiterer Setzling raus. Da kommt noch einer. Akazien-Setzlinge. Oder ich greife mich ein bisschen senkrecht runter. Erstmal die Holzspitzhacke aufbrauchen. Und hier das Eisen abbauen. Ich habe ja die Vorkommen an Eisen auch etwas höher gestellt. Deswegen ist das Eisenvorkommen relativ großes hier. Da ich jetzt so viele 64 Stacks Erde habe. Aber ein großes Eisenvorkommen hier. Ich muss anscheinend nochmal weiterziehen. Na, ich grabe erstmal nicht weiter. Ich grabe mich hier mal senkrecht runter. Da ist schon mal Diamant. Da habe ich auch diese vier eingestellten Diamanten. Den ersten zumindest davon. Ich lasse es mal so. Was brennt hier denn jetzt gerade? Da hinten brennt noch was. Dann Akazienbäume. 25 Eisenerz. Und ich kann jetzt nicht. Kann ich jetzt nicht nur Steine vom Ofen. Erstmal hier diesen Stein abbauen. Und dann erstmal auch Brennmaterial besorgen. Die Setzlinge müssen dadurch erstmal wachsen. Aber kann man Seeds auch verwenden. Als Brennmaterial. Mal gucken. Die passen da nicht rein. Zwei Sticks.
Und ich kann auch das Holz da verwenden. Zwei Stück brauche ich dafür. Und auch die Erde hier, die brauche ich natürlich. Ich meine nicht alle. So. Warten wir, dass das Eisen hier fertig ist, weil ich nämlich einen Diamant gefunden habe. Und ich dann hier erstmal Eisen machen. Granit, Erde. Das ist der Mittag. Eisen ist auch gleich fertig. Und jetzt ist das Eisen fertig. Drei Eisenbahnen und so eine Eisenspitzhacke. Erfolg hat den Diamanten. Da kommt. Gold ist da auch noch. Das ist richtig Mineralgegend. Diamantengold. Oh, wie viel Diamant hier ist. Aber ich muss es noch weiterziehen hier. Kohle habe ich nämlich auch noch keine. Da muss ich natürlich ein bisschen mich nach unten graben, um nach Kohle zu kommen. Da ist noch ein bisschen die Steinspitzhacke hier was abzubauen. Dieses Eisen hier. Hier kann ich noch die Holzspitzhacke aufbrauchen an den Steinen da vorne. Da ist noch ein bisschen Andesit. Ah, das war Granit. Ich wechsel die immer. Noch das Gold hier abbauen. Gold habe ich auch ja hier in rauen Mengen vorhanden. Viel mehr als Kohle. Und an der Oberfläche gibt es keine Kohle. Ich muss auch mal ein bisschen Gold abbauen, damit ich auch Powered Whales machen kann. Was auch schon wieder fast weg. Ich glaube, ich mache den Part genau eine Stunde lang. So viel Gold hier. Bauen wir noch ein bisschen Gold ab. Kann ich auch erstmal genug Booster Whales bauen. Aber erstmal muss ich mich ja auch noch natürlich runtergraben, um an genug Kohle ranzukommen. Die Werte habe ich, glaube ich, gleich gelassen. Da hört man auch jede Menge Lavageräusche. Ist natürlich knapp unter der Oberfläche hört man viel Lavageräusch. Jede Menge hiervon. So, mach hier das Gold noch ab. Ich glaube, ihr seht wahrscheinlich kaum noch was. Ich glaube, das seht ihr wirklich zu wenig. Aber noch ein bisschen Eisen ab hier. Und die Steinspitzhacke müssen auch brauchen. Und kann mich jetzt nicht weiter runtergraben. Hier, sag ich mal. Ich habe mich hier weiter nach unten, um nach Kohle zu suchen. Ich glaube, die Helligkeit die ist auf düster, dann stelle ich sie lieber auf hell. Dann sieht die vielleicht was. Auch wenn es hier normalerweise zu dunkel wäre. Müssen wir aber erstmal durch dieses Eisen graben. Gerade noch gekommen.
Da ist gerade jemand gekommen und dann natürlich, als ich gezeigt habe, das ist Golf. Sollte eigentlich schon bald mal auf Kohle treffen hier. Also Gold, Eisen, aber keine Kohle in Sicht. Nur Gold und Eisen. Und natürlich auch viele Rails. Schon wieder Eisen. Also hier ist alles nur aus Eisen und Gold. Aber keine Kohle. Jetzt kann ich zumindest auch ein bisschen noch was sehen. So viel Eisen hier, das dürfte bald mal ein Ende haben hier. Eisen. Das Diamant. Was für Erz hier, alles nur aus Eisen. Das ist auch ein bisschen frustrierend, dass das ein Eisen ist. Weil ich könnte nämlich auch gerne mal ein bisschen wieder Kohle gebrauchen. Und ich glaube, wenn ich 7 Minecraft-Let's Plays machen würde, müsste ich... Bei 7 würde ich das so machen, dass ich... so will jeden Tag ein Let's Play dann immer zu machen. Immer das nächste. Hier kommt schon wieder Diamant. Was geht denn damit? Geräusch. Hier haben wir Kohle. Da ist Kohle, endlich. Ich wollte jetzt noch die Holzspitzhacke aufbrauchen. So, jetzt mal da ist auch noch Kohle. Hier noch ein bisschen Eisen abzubauen. Hier ist noch Kohle. War das mal. Ja, bin ich jetzt auf eine Höhle gestoßen. Da konnte ich da jetzt auch leichter Kohle finden. Es ist auch schon wieder Nacht. Ich weiß von der Zeit her. Muss es jetzt wieder Nacht sein. Da kann natürlich Monster gespawnt sein. Jetzt kriege ich Schaden durch den Hunger. Ich habe nämlich noch keine Nahrung, deswegen. Das macht es jetzt nicht schwierig. Sieht so aus, wenn man Hungerschaden bekommt. Hackeln. Und den Ofen befeuern mit Kohle. So, hier eine Truhe machen. Ist hier alles weg. Was ich brauche. Ich muss eine Hacke brauchen. Hier Sticks machen. Diamanten zu verwenden. Halbes Herz. Fang an zu ackern. Also jetzt eine Diamantspitzhacke.
Ja, noch Diamantrüstung. Mal wunderbar rüberziehen. Da ist ein falsch gelaufen, so. Volle Diamantrüstung. Mit voller Diamantrüstung geschützt. Ah, was kann ich jetzt noch machen? Hier die. Haben wir schon abbauen mit der Holzschaufel. Die Setzlinge wollen jetzt nicht wachsen. So viele Fackeln brauchen wir gar nicht. Sind sowieso schon relativ hell durch die ganze Lava. 31 Diamanten. Diamanten, aber so viele. Und jetzt ist das Eisen auch bald fertig. Oder zumindest zur Hälfte ist es fertig. Dann könnte ich zumindest mal ein paar Schienen machen. Normale kann ich natürlich noch. Na, ich kann noch keine Booster-Schienen machen, da ich noch keinen Redstone habe. Redstone muss ich auch noch. Ich hätte das natürlich weiter unten gelassen, das Redstone. Dauert aber wahrscheinlich noch ein Weilchen, bis wir gewachsen sind. Dann kann ich ja in der Zwischenzeit hier noch diese Steinspitzhacke und Eisenabbau hier ein bisschen aufbrauchen hier. Ich baue hier damit erstmal das Eisen ab. So eine Menge Eisen hier abzubauen. Dann habe ich nur noch ein halbes Herz und überhaupt keinen Hunger, weil ich noch überhaupt nicht in Nahrung gekommen bin. Das macht alle, macht diesen Anfang schwieriger, dafür kriege ich jede Menge Erz. Ich muss die Eisenspitzhacke noch verwenden. Nämlich dann immer dauerhaft auf Diamantwerkzeuge umsteigen. Hier noch das Gold abbauen. Da ist ein Diamant. Grabe ich das hier immer relativ gerade weg hier. Weil ich will nämlich dann noch die Eisenspitzhacke hier aufbrauchen. Den relativ geraden Raum herstellen. Hier noch Gold weg. Da auch noch das Gold. Da das Eisen auch. Das hier mit der Holzspitzhacke. Das ist vielleicht kaputt. Jetzt ist die weg. Eisenspitzhacke auch noch aufbrauchen. Raum gerade ausgraben. Wie viel bin ich jetzt noch? 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 und weg. Diese Spitzhacke auch am Ende. Hier liegt noch viel Material rum. Leuchtet das mal hier aus, damit wir keine Monster spawnen können. Keine Monster bitte hier. Aber jetzt dürfte hier oben eigentlich auch nichts spawnen. Aber die Setzlinge sind auch immer nicht gewachsen. Ich warte auch darauf, dass die Setzlinge wachsen. Ich muss mal hier einen 64 Stack an Eisenerz braten hier. So ein 64 Stack Eisen. Zack, dann kann ich erstmal 2 machen. 48 Schienen reicht. So 48 Schienen reicht das. Reicht natürlich noch
hier die Maschine Strecke legen. Und das ist schon ausgegangen. Und 48 Schienen so schnell weg sind. 70 Minuten Aufnahme, das heißt noch knapp 20 Minuten dauert der erste Part noch. 26 Beats habe ich immerhin, da kann ich da so anpflanzen. 3, 4, 5. Kann ich natürlich so noch nicht bewässern, die Dinger. Aber ich muss ja irgendwie in Nahrung kommen. Soll mein Sami auch gebrauchen, ist der Tag. Wie ein Ohr aus, finde ich das dahin. Wenn man so bei Sonnenaufgang dahin blickt, dann sieht das aus dem Ohr. Das ist eigentlich auf der Seite nicht so der Fall. Das sieht, wie man die Sonne sieht, rötlicher aus, als wenn man die Sonne nicht sieht. Ein weiterer Tag für Spark of Phoenix übrigens. Wenn man in die Sonne schaut, dann ist es rötlicher, als wenn man nicht hinguckt. Das ist einfach Sonnenaufgang oder Untergang nur der Fall. Jetzt fängt es an zu wachsen. Ach, mit den Diamanten brauche ich gerade nicht. Das Gold, ja. Das ist da auch jetzt drin. 34 Golderz. 40 koppelt nicht mit, den Ansieg brauche ich nicht. 25. Oh, der erste Baum ist gewachsen, also. Oh, noch eine Dia-Axt. Eine Dia-Axt. Warte mal. Eine Dia-Axt. Eine diamantene Axt. Akazienholz. Tag und schon ist der erste Baum wieder am Zerfallen. Ich hoffe, ich droppe da vielleicht einen Apfel oder sowas. Auf jeden Fall, was ich Yam 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 machen kann. Zumindest habe ich jetzt hier 9 Akazienholz, aber ich muss einfach warten, bis das Eisen hier fertig ist. Oder ich mache das so mit dem Eisen, dass direkt schon wieder 2 Setzlinge kommen. Natürlich ausreichend großen Abstand von der Lava einnehmen. Ich glaube, ich mache das so, dass ich jetzt einen zweiten Ofen hin platziere, weil ich weitere Ofen, dann platziere ich hier das mal so rein, dass ich damit Holzkohle machen kann. Dann müsste ja eigentlich Akazienholzkohle entstehen, sage ich mal. Akazienholzkohle, das heißt aber ganz allgemein Holzkohle hier, dann entsteht. Weiterer Setzling. Er droppt ja einige Setzlinge hier, dieser Baum. Jetzt wird er hier Holzkohle produziert. Und Holzkohle, die ist auch ganz wertvoll. Ich glaube, ich müsste mich erstmal einmal in die Lava mich umbringen lassen. Einmal in die Lava umbringen lassen, um die Hungerleiste wieder voll zu bekommen. Jetzt würde ich erstmal dann die Rüstung ausziehen. Und dann erstmal hier alles reinpacken, was ich habe. Dann ist mein Inventar leer und dann kann ich nämlich endlich Hunger wieder voll machen. So, schnell hier drauf. Wo bin ich gespawnt hier? Ach, hier ist diese Insel. Das schaffe ich nicht. Ach, ich bin schon wieder gestorben. Immer ein bisschen zu weit weg davon. Und jetzt bin ich ja auf der Insel gespawnt. Das heißt, mir ist mein Hunger hier voll. Was soll ich denn da jetzt? Gegen eine Flamme auf, versucht in Lava zu schwimmen. 45 Minuten, also eine dreiviertel Stunde. Jetzt habe ich erstmal so die Hungerleiste wieder voll gemacht. Natürlich vorher alles weggepackt, was ich hatte. Und will dann dementsprechend hier auch eine Schienenstrecke und ein Spawnhaus bauen.
zerstört hat. Den normalen Spawnpunkt dann auch, wenn ich das Bett zerstört habe, habe ich den normalen Spawnpunkt da auch ein kleines Haus habe. Natürlich, das Holz dürfen sie hier nicht bestehen. Weil nämlich hier Lava ist und dann würde das Leuten wirklich Gefahr laufen, dass das verbrennt. Und da ist eine winzig kleine Insel. Da ist meine Insel, da mit den Sätzen. Zerfällt der Baum immer noch. Jetzt kann ich erstmal wieder dahin laufen. Das ist nicht mit Sprintfunktion. Oh, da hinten ist ein Berg, wie ich gefragt. Dann kann ich die Schienen am besten in die Richtung verlegen. Aber erstmal wollte ich mich selber umbringen. Erstmal den Hunger wieder vollbringen. Mit noch ein weiterer Setzling. Nein, hier nicht. Ich platziere noch nicht mehr daran. Noch ein Setzling. Jetzt kann ich erstmal wieder ein paar Sachen holen und für die Rüstung. Die ist ja unbeschadet. So. Meine Sachen wiederholen. Rüstung rein und mit euch habe ich leider kein. Das habe ich ja gar nicht mehr. Hier ist das Holz. Die Holzkohle habe ich da noch nicht hergestellt. Und ich brauche noch ein Diamantschwert. Das sind ja nur 2 Diamanten und ein Stick. Dadurch kann man eine ungerade Zahl Sticks zu einer geraden Zahl Sticks werden lassen. Und ich werde die restlichen hier noch in Fackeln umwandeln. Ach, Fackeln, das reicht nicht unbedingt hier. Weiter allerdings mit vielen. Kohle muss auch noch besser mit abbauen, weil es Kohle ist nicht hier wie Diamant. Deswegen muss ich hier auch viel Holzkohle herstellen. Werkzeug nehmen. 8 Kohlestücke, dann 16 Sticks. Ich kann immer noch so viele Fackeln herstellen. Hier ist nichts Besonderes. Außer hier ist wieder Kohle. Weil es ist relativ rar, dass die Kohle vorkommt. Ich bleibe jetzt hier noch 10 Minuten höchstens unten. Weil dann nämlich die Stunde-Marke immer näher rückt. Und jetzt hier nochmal runtergehen. Oder ich bleibe 5 Minuten unten. Wieder so eine Höhle. Diese Fackeln natürlich ausleuchte. Das ist Samen. Das ist hier eine Höhle. Ich dachte gerade, der wäre ein Creeper. Ich habe auf normal gestellt, also. Und das hat sich bisher nicht geändert, könnt ihr natürlich sehen. Auch hier aber kein Monster in Sicht ist, wundert mich. Ich muss mit den neuen Sticks nochmal weiter Kappeln machen. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Oh, ein Dungeon, ein Skelett-Dungeon. Monsterjäger. Oh, es wird voll attackiert hier. Zack, zack, fackeln, fackeln und. Oh, endlich mit Nahrung.
Brote krieg ich hier. Was ist da denn? Namensschild, Schallplatten. Schallplatten brauche ich sowieso nicht. Was soll ich mal damit in meinem Let's Play beginnen? Was soll ich damit machen? Also für mich irgendwie keinen Sinn. Außerdem würde das, glaube ich, eine Urheberrechtsverletzung darstellen. Ich brauche hier nochmal die Kohle ab und dann gehe ich erstmal nach oben und schreibe, warum ich das mache. Also was ich das überhaupt mache hier. Na, das lasse ich lassen, den nehme ich auch noch mit, gerne. Ich nehme mal eine Eisengold-Diamant. Also Eisengold-Diamant ist das häufigste. Letzte habe ich keins gefunden. Zwei Brote immerhin. Also da kommt man auch fast sehen, dass die Monster nicht an waren, weil da Skelette kommen. Sind von da gekommen. Hier das Cobblestone war ja Aufbaumaterial oder Hochkommen-Material. Jetzt baue ich das erstmal aus Golderz auf. Hier geht's hoch und dann schnell hoch. Das ist nämlich nicht. Also ich will es natürlich schaffen, bevor ich die eine Stunde habe. Ich habe jetzt 52 Minuten und 4 Sekunden. Weil ich das nämlich mit dem Aufnahmeprogramm so platziert habe, dass ich die Aufnahmezeit übersehen kann, aber ihr nicht. Könnt ihr vielleicht noch sonst umstellen? Und so viel konnte ich, wo konnte ich das hinschreiben mit dem 40 Abo Special? Hier mache ich das mal hin. Jetzt hole ich mir noch die Erde. Mehr davon. So, hier. 40 hier sind. Sehr verbaut. Die Schaufel sowieso aufbrauchen. Und hier eine 0. Wobei das sind 4, 3. Also mache ich das jetzt hier auch so breit. Und brauche ein bisschen mehr Gold. Bett habe ich natürlich auch noch kein. Jetzt werde ich noch als Thumbnail verwenden. Also muss ich diesen Baum noch abbauen. A. Und hier ein A machen. 3. Hier wird zwei Blöcke hinbauen. Jetzt nicht. Der ist zu viel. Na, vielleicht sind das schon verschwendet. So, weiter bauen. A, B. Wie muss das B hin? 1, 2. Hier das O machen. Weil hier muss das O hin. Weiterbauen, hier das O hin. 1, 2, 3, 4. Mal so.
verleckt mich immer hier. Und das S kommt hier hin. So, ich habe jetzt 55,5 Minuten Aufnahme. Und dann werde ich einmal hier den Screenshot für das Thumbnail fotografieren. Also. Und zwar hier, macht den Screenshot. Das ist jetzt der Screenshot, der jetzt dahin kommen soll, als Thumbnail. 40 Abos. Die Setzlinge aufsammeln. Und jetzt hier den Akazienbaum abbauen. Holz. Mit der Axt kann man das natürlich alles schneller abbauen. Und noch ein bisschen Holz irgendwo. Da kommt Holz. Wenn man die Grafikeinstellung noch schön hat, dann sieht man das natürlich. Wie das hier noch einer ist. Da ist keiner mehr. Da ist kein Holz mehr. 40 Abos. Jetzt 40 Abos. Und ich will natürlich die Zahl ändern und zwar 40k Abos, also 40.000 Abos. 40k heißt 40 Kilo. Und ich hatte ja vor eben ja noch da hinten gesehen, dass da eine weitere Landschaft da ist. Da baue ich mich noch mal kurz hin, das wird wahrscheinlich bis zum Parkende dauern, da hinten zu kommen. Und ich sage einfach 10 Sekunden vorher, für das Video gefallen, teilen, abonnieren. Und natürlich dann die 40 Abos dann noch zu erhöhen auf, sag ich mal, 100. Dann mache ich nämlich noch ein anderes Special mit Minecraft. Erde aufgebraucht. Ah, jetzt habe ich die Erde erstmal aufgebraucht. Wir sind selbst in dem Part noch nicht dahin. Weil ich hier ziemlich viele Wege hingebaut. Das ist natürlich die ersten 15 Minuten war ja eigentlich nur Erde abbauen und jetzt habe ich schon fast einen Stack an Diamanten. So schnell kann es gehen. Wenn man die Diamanten nur ausreichend hochstellt. Das Gold auf Golderzen hingebaut. Ich werde sonst vielleicht noch das oben einen erhöhen und das auf Goldblöcken anstatt auf Golderzen zu bauen. 8 Setzlinge, das sehe ich jetzt hier. Da ein paar hin. Nicht zu nah an der Lava. Mindestabstand 3 Blöcke von der Lava. Damit die Bäume nicht abfackeln können. Und der Decay noch, ich will die Schaufel auch erstmal weg haben. Da ist aber ein Decay hier. Schon wieder ein Setzling. Wohin damit? Hierhin. Und ich jetzt Abos-Schild. Dann muss ich einfach mal die Insel erweitern hier. Oder ich muss in die andere Insel umziehen. Ich glaube, ich werde hier nicht lange bleiben. Das ist einfach nur ein Special Minecraft Let's Play Beginn. Mit einer Stunde direkt. Ich baue nochmal hier einen Diamanten ab. Oder zwei, oder drei, oder vier. Vier Diamanten. Das sind erstmal die Special Diamanten. Und noch eine halbe Minute, dann ist die Stunde voll. Das heißt, hier die Diamanten weg. Und das brauche ich auch alles nicht. 20 Sekunden, dann ist die Stunde auch voll. Eisenerz, brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ich hoffe mal, dass das Video euch gefallen hat. Gebt dafür einen Daumen nach oben, damit das andere auch sehen. Teilt das Video, damit ich bekannter werde und mehr Abos bekomme. Und abonnieren, dann seht ihr meine Videos. Bis dann und ciao.